Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank für die doch freundliche Begrüßung. Das ist bei Versicherern nicht immer so. Werfe auch dem Hausherr ein freundliches Moin Moin entgegen, weil ich bin zumindest waschechter Schleswig-Holsteiner. Und ja, in der Tat, es war nur möglich, mit dem Fahrrad hierher zu kommen, weil sonst hätte auch mein Arbeitgeber das in Corona-Zeiten als Dienstreise gewertet und dann wäre das schon wieder. Also hätte es dann virtuell stattgefunden. Insofern mit dem Fahrrad ging es. Freue mich, Frau Hofen zu sehen, die ich lange kenne. Also ich meine, ich hatte ja schon ein paar Jahrzehnte gearbeitet, Sie nicht, aber ich schon. Freue mich, dass Gerd Wagner da ist. Wir haben in den letzten Monaten uns oft zu diesem Thema ausgetauscht. Immer sehr sachlich, sehr freundschaftlich. Vielen Dank. Und Sie werden auch sehen, ja, wir haben an einigen Punkten unterschiedliche Haltungen, aber es gibt auch viele Gemeinsamkeiten. Insofern, das ist, glaube ich, ein Thema, das alle Fluten wieder sehr sachlich diskutiert wird. Also wir haben es offenbar zweimal getan in den Jahren 2002 und 2013 in der Folge. Und jetzt sind wir wieder da und wir wollen jetzt mal gucken, wie wir hier gemeinsam auch vernünftige Lösungen finden. Weil ja, ich will dann die eine der drei Fragen schon gleich aufnehmen. Wir haben heute eine Abdeckung von Elementarschadenversicherung in ganz Deutschland, das sind jetzt Zahlen für Ende 2020, von 46%. Das ist sicher nicht befriedigend. Insofern stellt sich die berechtigte Frage, welche Schritte muss man jetzt wie gehen, damit man das deutlich nach oben treibt. Es gibt erhebliche regionale Unterschiede. Das hat man jetzt auch festgestellt. In Rheinland-Pfalz ist es ganz deutlich unter diesen 46%. Warum das so ist, habe ich versucht herauszufinden, kommt immer die klassische Antwort von Leuten, die sich damit schon länger beschäftigen als ich. Das ist historisch so gewachsen. Also wir haben deutliche regionale Unterschiede in Deutschland bei diesem Thema. Es gibt einige Bundesländer, die, sage ich mal, durch eine hohe Abdeckung auffallen. Das liegt daran, die hatten früher eine staatlich monopolisierte Pflichtversicherung. Das ist das Stichwort Baden-Württemberg. Das kennen vermutlich einige von Ihnen. Aber das ist seit 1994 durch EU-Recht nicht mehr möglich. Insofern diese Sehnsucht, wie es früher im Ländle war, ist heute kein Instrument nach vorne sozusagen. Ja, es ist sicher so, insofern sind Sie sehr treffend mit Ihrem Thema heute, dass die Folgen des Klimawandels deutlicher als je zuvor hervortreten. Wir haben alle gesehen, welche tiefen Spuren in vielerlei Facetten von menschlichem Leid bis hin zu finanziellen Schäden Bernd hervorgerufen hat. Ich will mich deswegen auf das Thema Absicherung von Elementarschäden konzentrieren. Ich weiß, dass Sie andere Themen haben, wie beispielsweise Ernteausfälle der Landwirtschaft, finde ich auch spannend, aber Herr Wagner hat sich beschränkt auf die Dinge zu sagen, von denen er was versteht. Ganz so höflich kann ich nicht sein, aber insofern, ich beschränke mich auf Absicherung von Elementarschäden. Und es ist in der Tat richtig, wir Versicherer haben uns auf den Weg gemacht und es ist sicher eins unserer großen strategischen Themen, ist die Nachhaltigkeit. Wir hatten da Nachholbedarf, das will ich auch selbstkritisch sagen. Insofern haben wir Anfang diesen Jahres eine Nachhaltigkeitspositionierung erarbeitet für den Verband, der den gesamten Versicherungssektor repräsentiert, der in Deutschland tätig ist. Und wir haben uns auf den Weg gemacht. Wir bekennen uns zu den Pariser Zielen. Aber wie viele von Ihnen oder vermutlich alle wissen, ist der Zeithorizont 2050. Die meisten von uns werden dann nicht mehr im aktiven Berufsleben stehen. Dann haben wir das runtergebrochen auf handelbare Scheiben. So. Das erste Zwischenziel für uns ist 2025. Und dann werden wir gucken, wie wir neue Ziele für 2030 justieren. Ich will das nicht Fünfjahrespläne nennen, aber man muss es operationalisierbar machen und auch dann so abarbeiten. Und wir wollen das tun für vier große Bereiche. Das sind unsere Kapitalanlagen. Das ist dann die zweite Frage, was versichern wir? Drittens, wie sehen unsere Produkte aus? Und viertens, was sind die eigenen Geschäftsprozesse? Wir haben in der Tat, darauf wurde hingewiesen, wir haben vor 2 Wochen als erster Versicherungsverband in Europa unseren Nachhaltigkeitsbericht vorgelegt, wo wir gemessen haben, wo stehen wir bis heute und haben das auch auf dem Nachhaltigkeitstag hier
diskutiert mit der ganzen Breite, glaube ich, der Zivilgesellschaft, wo wir was erreicht haben und auch wo wir besser werden müssen. Und ich glaube, wir haben uns gut auf den Weg gemacht. Also Beispiel nachhaltiges Investieren wird Mainstream. Über 80% unserer Kapitalanlagen sind heute nach ESG-Kriterien angelegt. Man muss aber auch sagen, dass der positive Impact noch begrenzt ist. Wenn man mal unsere gesamten Kapitalanlagen anguckt, sind 0,7% davon Green Bonds. Der Wunsch zu nachhaltigen Investieren ist da, aber das Angebot ist es noch nicht. Anderes Beispiel, eigene Geschäftsprozesse. Ja, über 90% der in Deutschland tätigen Versicherer wollen bis 2025 CO2-neutral sein. 87% des Strombedarfs, den wir heute schon haben als Sektor, decken wir durch Ökostrom. Auch wir im Verband wollen noch vor 2025 CO2-neutral sein. Und zwar 80% durch effektive Einsparungen und 20% durch Kompensation. Ich weiß natürlich, dass das Thema Kompensation auch umstritten ist. Insofern haben wir uns jetzt auch Gedanken gemacht, das ist Teil des normalen Geschäftsbetriebs, wie gesagt, aber nochmal durch Bernd deutlich angetrieben, wie wir mit dem Thema Absicherung von Naturgefahren in Zukunft umgehen. Weil Bernd ist schon heute die verheerendste Naturkatastrophe, die wir in Deutschland gehabt haben, seitdem wir sowas statistisch erfassen. Wir haben mindestens 7 Milliarden Euro versicherte Schäden. Und die volkswirtschaftlichen Schäden sind natürlich ein Vielfaches höher, sozusagen. Insofern kam dann relativ rasch, das hat keine 72 Stunden gedauert, wieder die Diskussion hoch, Versicherungspflicht, Pflichtversicherung, wie immer man es jetzt nennt, sozusagen. Und wie gesagt, viele haben dieses Thema schon nach zwei Fluten miterlebt, 2002 und 2013. Ich habe das nicht, aber wenn man sich damit beschäftigt, merkt man relativ schnell, ganz so einfach ist das nicht. Es gibt mehr Parameter in dieser Diskussion als die Frage Pflicht ja oder Pflicht nein. Insofern haben wir von Anfang an gesagt, und ich will das auch heute hier wiederholen, eine singuläre Pflichtversicherung für Naturgefahren ist sicher keine nachhaltige Lösung aus unserer Sicht. Sondern was wir brauchen, ist sicher ein Gesamtsystem. Und wir haben deswegen auch ein Konzept vorgelegt in Erarbeitung gemeinsam mit unseren Mitgliedsunternehmen. Und unser Gesamtkonzept hat drei Kernelemente. Das sind erstens verbindliche Schritte zur Klimafolgenanpassung. Das ist zweitens ein Versicherungsschutz für private Hauseigentümerinnen. Und drittens eben auch eine Vorsorge für den katastrophalen Kumulschadensfall. Und ich werde das gleich ganz kurz vorstellen, ein bisschen stichpunktartig mit Blick auf die Uhr. Aber wir haben in der Tat einen Prozess, der aufgesetzt ist durch die Ministerpräsidentenkonferenz, die eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe im Auftrag gegeben hat, die Justizministerinnenkonferenz jetzt auch umgesetzt hat. Sie sollen das Ergebnis offen prüfen. Und da wollen wir unseren Beitrag zu leisten. Wie gesagt, mein Eindruck bisher ist eine sehr, sehr sachliche Diskussion, wo man auch um Lösungen im positiven Sinne ringt. Also das erste Element unseres Vorschlags ist eben ein Versicherungsschutz für private Hauseigentümer. Also ich spreche hier über private Wohngebäudeversicherung. Unser Vorschlag wäre, dass wir ab einem denn festzulegenden Stichtag, da muss man sich politisch darauf einigen, ab diesem Stichtag nur noch anbieten, eine private Wohngebäudeversicherung, das automatisch Elementarschäden mit abdeckt für alle Risikogebiete. Dass wir zweitens, und das ist ein wichtiger Punkt, weil Herr Wagner auch zu Recht gesagt hat, das schwierige Thema sind die Bestandsbauten, dass man auch ab diesem Stichtag eine Bestandsumstellung durchführt und dann bestehende Verträge, die keine Elementarabdeckung haben, überführt in Verträge mit Elementarabdeckung, auch immer auf Basis unternehmensindividueller, risikoadäquater Prämien.
dass man aber den Kundinnen und Kunden ermöglicht, sowohl für Neuverträge als auch für den Bestand sozusagen rauszuoptieren. Zu sagen ganz aktiv, ich will diese Elementarschadenversicherung nicht. So. Damit verzichtet man aber auch auf Hilfen sozusagen. Dann ist es komplett selbstversichert. Das ist für uns eine Lösung, von der wir glauben, dass sie verfassungsrechtlich einfacher ist als eine Pflichtversicherung. Wir würden operieren hier mit dem rechtlichen Vehikel für die Bestandsumstellung mit einer Zustimmungsfiktion analog zum § 362 HGB. Wir glauben, dass das ein milderes Mittel ist, aber ganz sicher, wir brauchen dafür eine gesetzliche Grundlage. Also wir brauchen eine Tätigwerden des Gesetzgebers. Wir sind ähnlich wie Herr Wagner der Auffassung, ja, es wird soziale Härten geben, insbesondere bei Bestandsbauten. Und das muss man sicher von Seiten des Staates lösen. Herr Wagner hat von Wohngeldlösen gesprochen. Wir sagen in der Tat, das Sozialgesetzbuch bietet hier entsprechende Instrumente. Also aber da sind wir relativ dicht zusammen. Wir würden aber auch dann als Teil unseres Vorschlags sehen, dass ab diesem Stichtag wir keine Versicherung für Neubauten, das ist ein wichtiger Punkt, für Neubauten in amtlich ausgewiesenen Überschwemmungsgebieten mehr übernehmen. So, das geht damit einher und das ist der zweite Teil unseres Pakets, zu dem ich kommen will. Was sind natürlich die Verpflichtungen, insbesondere von Ländern und Kommunen für die Klimafolgenanpassung? Da will ich auch ein kritisches Wort sagen. Rheinland-Pfalz, wenn man sieht, wo man seine Häuser wieder aufbauen darf, dürfen fast alle Häuser am gleichen Ort wieder aufgebaut werden. Ob das der Weisheit letzter Schluss ist, sei dahingestellt sozusagen. Wir sagen als Teil dieses Pakets keine Versicherung für Neubauten in ausgewiesenen amtlichen Überschwemmungsgebieten. Wie gesagt, zweites Paket, und das ist ein Gesamtpaket, ist eben eine konsequente Klimafolgenanpassung durch die öffentliche Hand. Und ich gehe das schnell durch, weil ein Teil davon hatte Herr Wagner auch schon. Das heißt eben die Verankerung der Anpassung an den Klimawandel im Bauordnungsrecht. Zweitens ein Erlass klarer Bauverbote in exponierten Gebieten. Drittens die Errichtung und der Betrieb eines bundesweiten Naturgefahrenpotenzials. Also dass man sich informieren kann, wenn ich ein Haus kaufe, baue, was auch immer, wie sieht es aus, in welchem Gefährdungsgebiet liege ich hier. Und drittens, dass wir verpflichtend haben, eine Klimagefährdungsbeurteilung bei der Baugenehmigung. So, davon ist vieles entlehnt für die, die diese Debatte schon länger kennen, aus dem Schweizer Modell sozusagen. Und drittens haben wir als Teil dieses Vorschlags natürlich auch überlegt, wie gehen wir um mit dem, sag mal, katastrophalen Kumulschadensfall. Weil ja, Naturgefahren sind heute privatwirtschaftlich versicherbar. Das ist anders als Pandemie, kann man jetzt lange darüber ausführen, aber Naturgefahrenstand heute sind versicherbar. Allerdings sind mögliche unumkehrbare Klimafolgen, sag mal Stichwort Stillstand des Golfstroms, sind nicht vollständig erforscht oder auch nicht quantifizierbar und können damit in versicherungsmathematische Modelle nicht eingehen. Insofern gibt es hier Unbekannte, deswegen haben wir ein Element aufgenommen, was es auch in anderen europäischen Ländern gibt, wie der Schweiz, Frankreich sind Beispiele, eine sogenannte Stop-Loss-Regelung. Als Vorsorge eben für solche katastrophalen Kumulschäden, dass man sagt, ab einer Größe X tritt der Staat sozusagen ein. Wie gesagt, diese Größe X muss man bestimmen, die muss wirklich signifikant hoch sein. Will heißen, ein Bernd oder auch zwei Bernds oder auch drei
sind privatwirtschaftlich zu tragen. So, wir sind wirklich bei einer ganz anderen Situation, von der wir heute nicht wissen, ob und wann sie eintritt, sozusagen. Das sind die drei Komponenten des Vorschlags, die wir gemacht haben. Wie gesagt, die Justizministerinnenkonferenz wird das Ergebnis offen diskutieren. Und da wird es verschiedene Ideen geben, verschiedene Modelle geben. Ich glaube, in der Tat ist Prävention die Grundlage für die Beherrschbarkeit des Klimawandelrisikos. Und das ist im Grunde genommen nicht neu. Das war mit anderen Gefahren, die schon viel länger versichert sind. Auch in den Folien von Herrn Wagner war ja klar, mit Feuer fing alles mal an, mit der Feuerversicherung. Heute gibt es überall Brandmelder, Sprinkler. Selbst in privaten Gebäuden ist das einfach heute Standard. Und jetzt gibt es neue Risiken, auf die wir uns auch präventiv anpassen müssten. In der Tat, die Risiken sind Stand heute noch kalkulierbar. Und für uns ist das einfach Teil des Dauergeschäfts. Ja, meine Versicherungen haben volkswirtschaftlich gesehen, vereinfacht ausgedrückt, zwei große Funktionen. Das eine, sie sind ein Risikoträger. Und das zweite, sie sind eine Kapitalsammelstelle. Und dann gibt es noch andere abgeleitete Funktionen wie Arbeitgeber und ähnliches. Aber im Kern tragen wir Risiken und wir sammeln Kapital, das wir anlegen. Und das wird einfach immer mehr Klimawandel und die Anpassung daran Teil unseres Kerngeschäfts werden. Und dazu zwingt uns auch richtigerweise die Aufsicht. Also wir müssen heute in unseren, sagen wir, eigenen Risikoberichten, die wir nach Solvency II vorlegen müssen, schon die Auswirkungen des Klimawandels auf unser Geschäft berücksichtigen. Das wird zunehmen. Die europäische Behörde EIOPA hat angekündigt, dass wir vermutlich schon ab 2023 Klimastresstests durchführen müssen. Also es geht alles in diese Richtung und deswegen Versicherung, private Wohngebäude ist ein Teilelement hier. Sie haben noch andere heute Nachmittag, wie gesagt, mit Dürre Auswirkungen auf die Landwirtschaft, was auch immer. Ich stoppe hier jetzt einfach mal. Lieber Herr Asmussen, nur weil ich auf die Uhr geschaut habe, heißt das nicht, dass Sie jetzt sozusagen im Laufen stoppen müssen. Aber ich bin ganz sicher, weil Sie ja gleich weg sein wollen, dass doch ein oder zwei Leute hier drin sind im Saal, die Ihnen möglicherweise gerne eine Frage stellen wollen würden. Und ich sehe da auch schon ein Mikrofon. Wir bräuchten jetzt nur noch jemanden, der das Mikrofon dann zu den Herrschaften tragen würde. Es sei denn, Sie sind in der ersten Reihe. Aber meine ganz simple Frage ist, wo ist aus Versicherungssicht der große Unterschied zwischen einem Kfz und einem Haus? Beim Kfz, sobald ich mich reinsetze, sobald es mir gehört, muss ich es versichern. Geht nichts dran vorbei. Also der wesentliche Unterschied auch in der gesamten juristischen Herangehensweise ist, beim Kfz geht es im Kern darum, dass Schäden versichert sind, die Sie Dritten zufügen. So, das ist abgesichert. Bei dem Haus ist im Kern, ist es Ihr eigenes Haus. Insofern ist die Hürde zu sagen, das ist verpflichtend, einfach höher. Bei Kfz ganz einfach schützen Sie unbeteiligte Dritte. Beim Wohngebäude sind Sie automatisch beteiligt, wenn es Ihres ist. Also eine Analogie, die zu kurz greift, deshalb verzeihen Sie mir an der Stelle. Nee, sie ist insofern interessant, weil wenn man Diskussionen führt, weil im Kern für Ökonomen dreht sich alles mit dem Preis. Was sind Leute bereit zu zahlen für eine Absicherung? Denn ist die Zahlungsbereitschaft für eine Kfz-Versicherung oft um ein Vielfaches höher als für sein eigenes Wohngebäude. Man dann sagt, okay, dein Auto ist dein liebstes Spielzeug oder du brauchst es, weil du pendelst, was auch immer. Dennoch ist, die meisten von uns besitzen ein eigenes Haus, in dem sie wohnen. Würde man eigentlich vermuten, dass die Zahlungsbereitschaft für dieses eigene Haus deutlich höher ist als für ein Kfz, wenn man sich so die Finanzwerte anguckt, die dahinter stehen. Also da ist schon, diese Analogie mit dem Kfz ist schon eine interessante von mehreren Seiten her. Ich danke Ihnen, der Gentleman in der zweiten Reihe, und ich habe es lange nicht mehr gesagt, würden Sie sich bitte vorstellen und dann Ihre Frage stellen. Das mache ich gern. Norbert Hirschauer von der Universität Halle, Unternehmensführung im Agribusiness. Ich fand das sehr interessant, Ihren Vorschlag sozusagen, die Versicherungspflicht oder Pflichtversicherung mit einer
Opt-out-Lösung zur Verbindung erinnert mich so ein bisschen an die Diskussion über Nudges. Sie haben darauf, sind darauf nicht eingegangen, sondern haben eher gesagt, rechtlich ist das leichter. Wir wissen ja von der Organspende in den Ländern, wo man sagen muss, ich möchte meine Organe nicht spenden, da sind viele Leute dabei und umgekehrt, ohne dass irgendwie die Freiheit groß beschränkt wird. Also ist Ihr Vorschlag hauptsächlich motiviert, dass Sie erhoffen, durch die Opt-out-Lösung tatsächlich viel mehr Leute zu bekommen? Oder was genau ist der rechtliche große Vorteil? Das habe ich nicht ganz verstanden. Ja, vielen Dank. Zum einen, ja, wir wollen die Versicherungsdichte nach oben treiben. Wie gesagt, die 46%, die wir haben, sind nicht ausreichend. So. Und da sind natürlich Opt-out-Modelle immer attraktiv. So, und wir sehen auch schon vor Bernd, dass bei, sag ich mal, Neuverträgen wir deutlich, deutlich höher sind als diese 46%. Und wir sehen natürlich auch jetzt nach den Überflutungen an der Ahr und auch in anderen Teilen von Nordrhein-Westfalen, dass der Wunsch und die Bereitschaft, sich gegen Elementarschäden zu versichern, nach oben geht. Da weiß man immer nicht aus der Vergangenheit, wie lange hält das an. So meistens versandet das denn wieder. Also ja, Nudging spielt eine Rolle, aber auch, wie gesagt, wir versuchen eine Lösung vorzuschlagen, die, wie wir glauben, relativ geringe verfassungsrechtliche Hürden hat. Also die Prüfung in den Jahren, also Post 2002, Post 2013, Frage Pflicht, ja oder nein, ist damals mit Nein beantwortet worden. Ein Argument war, dass eben die verfassungsrechtlichen Hürden für einen Eingriff verpflichtend zum Schutz deines eigenen Eigentums, es geht ja nicht um Dritte, dass die halt relativ hoch sind. Man, glaube ich, muss das nochmal diskutieren. Man hat das damals nach meiner Wahrnehmung überwiegend diskutiert, wo man sagt, das Wasser kommt von unten. Wo man sagt, das ist in Deutschland nicht gleich verteilt. Wie kann ich alle Leute zwingen, sich dagegen versichern zu lassen? Es gibt Orte, wo wahrscheinlicher Wasser von unten kommt als von oben. Jetzt ist Ahrtal, um das Synonym zu nehmen für die ganze Katastrophe, war Starkregen von oben. Ist die Frage, kann das überall gleich verteilt auftreten? Insofern weiß ich nicht, bin kein Jurist, ob die verfassungsrechtliche Prüfung ähnlich ausfällt heute wie in der Vergangenheit. Wir sagen, unser Vorschlag, wo man sagt, es ist immer da drin, wir versichern jedes Gebäude gegen Elementarschäden, es sei denn, der Kunde, die Kundin widerspricht ganz explizit. Das finde ich in der Marktwirtschaft eigentlich einen schönen Ansatz sozusagen. Ja, wenn jemand sagt, pass auf, das ist die Möglichkeit, das ist das Preisschild dazu, willst du es oder willst du es nicht, dann kann jemand sich dazu verhalten. Ja, Herr Wagner, ich dachte, Sie sind schon häufig im Gespräch, aber lassen Sie uns das Gespräch vertiefen. Wenn ich das ist so, wie Herr Asmussen da sagt, das wäre auch ein Riesenfortschritt. Aber ob dann die schlechten Risiken, also die mit den hohen Risiken, auch wirklich sich absichern, hängt nicht von der Versicherungswirtschaft ab, sondern wie glaubhaft kann der Staat dann sagen, wenn du dich bei dem Opt-out für das Nichtversichern entscheidest, dann helfen wir dir bestimmt nicht im Schadensfall. Also wird das dann glaubhafter sein, als es bislang der Fall gewesen ist? Das ist, glaube ich, bei der Opt-out-Lösung eine ganz zentrale Frage. Ja? Was kann der Staat glaubhaft versprechen, nicht an Hilfen zu geben, wenn eben ein hoher Schaden eingetreten ist? Und da ist es wahrscheinlich auch nochmal unterschiedlich, wie auch jetzt, wenn drei Hauseigentümer Pech haben und durch ein lokales Ereignis haben sie einen großen Schaden und der steht mehr oder weniger nicht in der Zeitung, dann sind sie angeschmiert, wenn der Schaden nur groß genug ist, wird geholfen. Und ja, bei der Opt-out-Lösung ist das die politökonomisch spannende Frage nach meiner Einschätzung. Ich weiß nicht die Antwort. Aber danke, dass Sie uns die Frage gestellt haben. Herr Asmussen hat auch mit den Schultern gezuckt. Ich gehe davon aus, dass Sie das jetzt nicht beantworten. Darf ich Ihnen was Einfaches nochmal als Abschluss? Inwieweit können Sie gegenwärtig beurteilen, ob es einfach nur
ein normales Wetterereignis ist oder ob es ein klimaverursachtes, starkes und extremes Wetterereignis ist. Haben Sie dafür schon Kriterien? Ja. Ich mache nur einen Kommentar dazu. Ja, das ist die spannende Frage. Es gab mal einen Beschluss einer Ministerpräsidentenkonferenz 2017 oder 2018, die gesagt haben, wir zahlen nicht mehr für Nichtversicherte. Das hat man ja dieses Mal anders entschieden. Das muss man gucken. Die Versuchung, ein Deichgraf zu sein, ist natürlich immer hoch. Das verstehe ich auch sozusagen. Ja. Insofern ist das eine berechtigte Frage. Nach allem, was wir wissen, was unsere Mitgliedsunternehmen wissen, einige sind ja schon sehr lange mit dem Thema Klimawandel befasst, insbesondere die Rückversicherung, sind Ereignisse wie Bernd jetzt ein messbares und sichtbares Zeichen des menschengemachten Klimawandels. Das ist kein zufälliges Event, sondern wir haben das auch, wenn man will, www.gtv.de kann man gucken, wie sich Starkregen in Deutschland in den letzten Jahren entwickelt hat. Das nimmt statistisch signifikant zu. Es gibt auch wieder regionale Unterschiede, wofür es dann auch Gründe gibt. Genauso wie wir nachweisen können oder belegen können, wir haben auch in anderen Teilen Deutschlands eine messbare und signifikante Zunahme von Dürre, die auch hinausgeht über, sag ich mal, die üblichen statistischen Volatilitäten, die man hat. Also in der Tat, wir können messen, das sind Elemente des Klimawandels. Insofern gehen wir davon aus, es wird in Zukunft häufiger auftreten. Also der Klimawandel ist einfach da. Die Frage ist, wie passen wir uns jetzt, also wie bremsen wir ihn ab? Und zweitens, wie passen wir uns an ihn an? Das sind zwei Aspekte. Ich denke mir, Fragen hätten wir noch. Allein die Zeit, sie läuft uns davon. Wir bedanken uns, dass Sie sich die Zeit genommen haben, wünschen Ihnen eine gute Fahrradreise zurück ins Büro. Zumindest hält es ja sehr fit, wie man sieht. Und meine Damen und Herren, ich denke mir noch mal, eine Runde Applaus wäre schön. Vielen Dank.